Kindheit waren das noch so klassisch, wie auch hier jetzt im Stück, dass man zu Hause bei dem Geburtstagskind gefeiert hat und es dann den festen Ablauf gab mit erst Kuchen und Geschenke auspacken und dann Spiele. Und am Ende gab es dann immer noch ein Abendessen, Würstchen meistens. Und dann wurden die Kinder mit dem Auto alle nach Hause gebracht von den Gastgebereltern. Und zwar wurden dann alle, die ganze Geburtstagsgruppe, so ins Auto gestopft, in den Kofferraum. Also das war da so üblich in meiner Kindheit. Das ist heute nicht mehr vorstellbar, aber das war auch nicht in Berlin. Und an was ich mich erinnere, ist diese wahnsinnige Aufregung vorher. Man ist ja den ganzen Tag im Mittelpunkt. Man ist ja auch in der Schule oder in der Kita im Mittelpunkt, zu Hause bei den Eltern und dann noch Gäste, und das ist allein schon so ein Kick, und dann noch der Zucker dazu. Das ist eigentlich einfach alles so ein insgesamter Rauschzustand. Es ist halt Party. Was Erwachsene wollen ja auch gerne rauschhafte Feste feiern, und das machen die Kinder schon. Und so habe ich es auch in Erinnerung.